smiler makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder hier auf meinem Kanal mit dabei seid. Ja, ich dachte, ich nehme euch heute mal so ein bisschen mit. Ihr habt es gerade schon gesehen, ich war fleißig am Fenster putzen und ja, man kann wieder richtig schön rausschauen. Und ja, das habe ich nicht ohne Grund gemacht, denn ich wollte das etwas kühlere Wetter, also das leicht abgekühlte Wetter und die Tatsache, dass zwei Pakete, ich werde aus der Sendungsverfolgung nicht so ganz schlau, sich heute bei mir eintrudeln sollten, will ich den Anlass nutzen, um mein Vorhaben umzusetzen. Ich hatte es euch in einem der letzten Videos schon erzählt. Ich wollte ja gerne hier mein Büro ein bisschen umgestalten. Ich habe da ja eine Idee, ja, wie ich das Ganze hier noch ein bisschen optimieren kann, dass ich auch ein bisschen mehr Platz habe, ein bisschen hier mehr Raum zum Filmen für meine Videos hier für den Kanal oder meine Videos für den Babybauchclub. Und ja, da wollte ich, wie gesagt, hier so ein bisschen was umstellen, weil sich das jetzt eigentlich auch ganz gut mit einer anderen Sache ergibt. Dazu aber in einem anderen Video mehr. Und jetzt muss ich, glaube ich, erstmal mich kurz gleich hier hinsetzen, gleich eine kurze Pause machen. Das ist doch, ja, nicht so ganz ohne. Mittlerweile auch, ja, trotz dass es ein bisschen abgekühlt ist, natürlich trotzdem warm. Und ja, da muss ich immer so ein bisschen gucken, dass die Babykugel hier auch ja, ein bisschen Ruhe bekommt. Und ja, ich dachte, ich zeige euch jetzt mal einfach kurz einen Status quo, auch wenn es wirklich ja, gerade ein bisschen furchtbar hier aussieht. Also dieser Leuchtschirm, der steht normalerweise hier vor dem Schreibtisch, sodass ich, wenn ich hier sitze und meine Meetings halte, ich gutes Licht habe. Den habe ich jetzt zum Putzen ein bisschen weggeschoben. Dann haben wir hier, das muss ich gleich alles auch noch wegräumen, steht hier aktuell der Drucker auf so einem Schränkchen. Und dann haben wir hier den Schreibtisch mit unfassbarer Unordnung. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mein Mann hier vor kurzem auch ein bisschen mitgewütet hat. Und ja, das wird gleich alles super sauber aufgeräumt. Und hier von meiner kleinen Nagelecke wollen wir gar nicht sprechen. Ja, aber so sieht es uns aktuell aus. Hier habe ich ja mein Schild mit dem neuen Logo, die Hintergrundbeleuchtung und hier noch den Schrank mit der Deko, die man dann auch immer im Hintergrund der Videos sieht. Und es ist halt hier, wie ihr seht, nicht wirklich viel Platz. Und zum Filmen ist es manchmal gar nicht so einfach, vor allem wenn man auch mal mit einer Einstellung filmen will, wo vielleicht der Hintergrund so ein bisschen verschwommen ist und man eher selber so im Fokus ist. Dafür ist dieser Abstand einfach zu niedrig, zu klein. Und deswegen, ja, wollte ich hier jetzt ein bisschen umräumen. Und ich freue mich total drauf, weil ich auch so ein, zwei Sachen, wie gesagt, bestellt habe, um hier noch so ein bisschen mehr, ja, Doula-Vibes reinzubringen, so ein bisschen mehr Deko. Und ich hoffe, sie sieht in live genauso aus, wie ich es mir vorstelle. Das wird mega. Und ich dachte, ich nehme euch da jetzt heute einfach so ein bisschen mit. Irgendwie wird am Anfang, wenn man sowas macht, das Chaos immer erstmal größer statt besser. Aber ich habe jetzt mal hier hinten, da habe ich ja so mein Geschenkpapierlager, was auch noch nicht so optimal ist, aber das habe ich jetzt gerade mal kurz aufgeräumt und aussortiert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hebe ich total oft, kann ich euch das jetzt zeigen, so hier diese Reste auf und ja, das habe ich jetzt mal alles, das kommt jetzt alles weg. Diese ganzen Kartons, die standen ja gerade noch da oben und da habe ich jetzt den Drucker hingestellt und
den Schrank, das kleine Schränkchen, darüber geschoben. Und ja, vielleicht kann man jetzt schon erahnen, in welche Richtung es geht. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal den Schreibtisch komplett abräumen und dann findet der seine neue Position. Und ja, danach werde ich anfangen, hier aus diesem Chaos Ordnung zu machen. Und was ich gerade gesehen habe, ich habe mich ja so super geärgert. Ich warte ja, wie gesagt, auf zwei Päckchen. Das eine war ich mir super sicher, dass das heute ankommt. Bei dem anderen habe ich die Sendungsverfolgung nicht verstanden. Bei dem Päckchen, wo ich die Sendungsverfolgung nicht verstanden habe, das ist jetzt angekommen. Yay, ich freue mich so richtig. Das andere, was jetzt aber eigentlich für diese Umgestaltung hier relevanter gewesen wäre, wir haben ja so einen Paketbriefkasten und normalerweise, wenn die klingeln und ich mache nicht auf, stellen die das immer in den Paketbriefkasten oder manche sind sogar so intelligent und stellen es neben dem Paketbriefkasten. Jetzt glaubt ihr nicht, was ich gerade in meiner Bestätigung gelesen habe. Ich habe es klingeln gehört, war aber hier gerade am Putzen und dachte, ja komm, ne, stell es unten einfach ab. Meistens klingeln die ja eh und sind irgendwie schon weg, bevor man überhaupt an der Tür ist. Zumindest ist es hier bei uns so. Sehe ich in meiner Sendungsverfolgung. Wir haben sie heute nicht angetroffen, wir kommen morgen wieder. Ernsthaft? Ihr stellt es immer einfach hin und ausgerechnet heute, wenn ich darauf warte, nehmt ihr es wieder mit? Warum? Also so riesig kann das Paket nicht sein. Aber ja, das hat mich jetzt etwas geärgert, weil ich mich darauf so gefreut habe. Aber naja, er will morgen wiederkommen. Dann habe ich sie ihm erst morgen. Schaut mal, so stehen jetzt zumindest mal die Möbel, so wie sie sollen. Der Schreibtisch steht jetzt direkt hier am Fenster, sodass man eben durch diesen Durchbruch, den wir mal gemacht haben, sodass eigentlich jeder von seiner Seite ins Ankleidezimmer kommt. Also hier hinter ist ja der andere. Der ist jetzt zu. Erkläre ich euch in einem der nächsten Videos, warum sich das jetzt gut angeboten hat. Und der Schrank steht jetzt hier hinten. Und das heißt, ungefähr, ja gut, das ganze Chaos muss ich jetzt natürlich wegräumen, aber jetzt habe ich hier diese Wandfläche, um zu dekorieren, den Schrank hier noch und eben das, was man eben immer so beim Filmen im Hintergrund sieht oder bei meinen Live-Meetings. Und ich habe jetzt hier hinter dem Stuhl viel mehr Platz. Also ich finde es schön und habe jetzt eben viel mehr Licht auch, weil ich direkt eben am Fenster sitze. Und genau. Was man eben alles auch so findet, so unter dem, ne, Schreibtisch. Ich habe halt Jungs, ne? Ich bin eine Jungsmama. Und ja, jetzt werde ich hier erstmal noch kurz ein bisschen den Schreibtisch aufräumen und dieses Chaos hier noch beseitigen. Dann muss ich hier noch die Kabel verlegen, dass ich auch an meinem Schreibtisch Strom habe für den Laptop. Und Kabel verlegen, dass wir hier den Drucker noch wieder anschließen können. Ja, den brauchen wir tatsächlich so gut wie nie. Deswegen habe ich jetzt den da hoch verfrachtet. Und ja, bin jetzt total happy. Hier wäre theoretisch jetzt auch noch irgendwie ein Platz für eine schöne Pflanze oder so. Und ja, mir gefällt das jetzt so richtig gut. Es sieht jetzt richtig, richtig luftig aus. Und da übrigens, da habe ich meinen Mann gebeten, noch so ein Wandstrahler zu installieren, der nach unten und nach oben strahlt. Weil Lichtschalter haben wir ja dafür, aber wir haben das noch nie installiert, weil es ja eigentlich hier ganz anders geplant war. Es ist ja eigentlich unser Ankleidezimmer. Aber ja, Schrank steht auch hier. Aber ja, dadurch, dass noch ein großer Teil vom Ausbau des Hauses fehlt, haben wir jetzt eben gesagt, wir splitten diesen Raum und gestalten den noch nicht so final um, sondern stellen noch hier erstmal ein Büro rein, dass ich arbeiten kann. Und das war mir natürlich auch sehr wichtig, aber ich finde es richtig cool. Und auch, dass man die Fenster jetzt wieder so schön rausgucken kann. Das war dringend nötig, dass ich hier mal wieder Fenster putze. Aber ja, ich mache mich jetzt hier erstmal ans Aufräumen und ein bisschen einräumen. Ich glaube, die Schränke innen, also da muss ich auch dringend nochmal Ordnung schaffen, neu strukturieren. Das werde ich jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber
Ein großer Teil ist schon mal geschafft. Es kann endlich weitergehen in meiner Umgestaltung vom Büro, denn das Päckchen ist endlich zugestellt worden. Natürlich nicht am Folgetag, aber jetzt ist es endlich da. Und ja, dieses kleine Persönchen hier, das habe ich mit euch gemeinsam ausgepackt im Vlog von der 25. Woche, denn in der bin ich jetzt gerade noch. Also schaut da gerne mal vorbei, aber das ist dieses Päckchen gewesen, wo ich mit der Sendungsverfolgung nicht so, klar gekommen bin. Aber das war tatsächlich da. Ich habe mir eine große Investition für meine Arbeit als Doula und im Muckelwunder Babybauchclub gegönnt sozusagen. Und dieses Fetalmodell inklusive einem Modell vom weiblichen Becken und einer wunderschönen Gebärmutter sowie einer Plazenta inklusive der Fruchtblase, also den beiden Eihäuten und Nabelschnur. Das war in diesem Paket drin. Und ja, jetzt bin ich hier bestens ausgestattet, um den Frauen, die von mir betreut werden, ganz genau zu demonstrieren, wie, was passiert eigentlich während der Geburt im Bauch, wie hilft das Baby mit, einfach um das nochmal zu veranschaulichen, was kann man dann vielleicht auch aktiv tun. Also da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Es war, also schaut euch gerne den Vlog, ich verlinke ihn euch hier oder hier. Ich kann mir einfach nicht merken, wo ich hinzeigen muss. Ich glaube hier. Wenn ihr das Unboxing ganz genau sehen wollt, dann schaut gerne mal rein. Und wenn ihr Namensvorschläge für dieses Würmchen habt, dann könnt ihr mir gerne Namensvorschläge schreiben. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge sein soll. Keine Ahnung. Macht mir da gerne eure Vorschläge, wenn ihr einen Namen für dieses Würmchen habt, das mich ab sofort beruflich begleiten wird. Und das weiß ich noch nicht, ob es als Deko langfristig hier stehen bleiben wird, denn jetzt schauen wir erstmal hier rein, denn das ist nämlich Wanddeko, die ich bestellt habe. Und die werde ich jetzt dann noch mit euch gemeinsam aufhängen. Die soll nämlich hier an diese Wand, dass wenn ich dann, schaut mal, so ungefähr, Pi mal Daumen so. Wenn ich dann nämlich hier meine Videos für den Club drehe, dass ich dann hier einen schönen Hintergrund habe. Wenn ich jetzt so sitze, wir machen das gleich nochmal gemeinsam, dann würde man nämlich tatsächlich von der Kommode gar nichts sehen. Und dementsprechend alles, was da drauf steht, ist dann auch komplett irrelevant. Deswegen werde ich, glaube ich, das Püppchen da auch gar nicht liegen lassen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt hier auf mein Paket, auf meine Bestellung. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe mit den Druckdaten alles richtig gemacht. Und es ist kein Fehler mir unterlaufen. Ich möchte jetzt nicht nochmal warten und irgendwas neu bestellen. Ich glaube, es wird richtig schön, wenn jetzt dann alles richtig ist. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Ja, es ist nichts abgeschnitten. Gott sei Dank. Also schaut mal, es ist so schön. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so. Es ist so schön. Also, schaut mal. Das ist Bild Nummer 1, was hier an die Wand soll. Keine Ahnung, ungefähr so, ich weiß noch nicht genau. Aber ja, weibliches Becken, Baby in Steißlage. Und ich habe mich mit Absicht dafür entschieden. Ihr seht gleich auch das andere Bild. Zeige ich euch auch. Aber ich fand das so süß. Ich zeige euch gerade mal ein bisschen näher. Ich fand es einfach so süß, wie dieses Baby da total entspannt sozusagen in dieser Beckenschale liegt mit diesen Händchen nach oben. Das ist ja auch so die Position, in der Neugeborene dann einfach gern schlafen, wenn sie so super entspannt sind. Also einfach mit diesen Ärmchen so oben neben dem Kopf. Und schaut euch das mal an. Das sieht aus wie wenn das jetzt eine richtige
Zeichnung hier auf Leinwand wäre. Richtig toll. Und das zweite Bild, das habe ich tatsächlich zuerst entdeckt und mich sofort verliebt. Und mich dann eben dazu entschieden, dass, weil das gab es auch in Schädellage. Aber ich dachte, das wäre ganz cool, weil ich habe nämlich auch noch das hier. Und das finde ich auch so süß, weil da ist das Baby nämlich dann jetzt in Schädellage drauf. Und ja, dann habe ich eben so sozusagen beides. Und die Bilder, die sind doch der Hammer, oder? Also schaut mal, wie schön das einfach aussieht. Ich liebe es. Ich habe mich so sehr auf diese beiden Bilder gefreut. So, so sehr. Ich bin glücklich. Jetzt werde ich dann kurz mal ausmessen, wo ich die jetzt genau aufhänge. Das Schild mit meinem Logo kommt nämlich auch nochmal dann an eine andere Position. Und dann zeige ich euch einfach gleich dann, ja, die vorerst fertige Umgestaltung von meinem Arbeitsplatz. Die Bilder hängen! Schaut mal, ich finde die so schön und mein, ja, Schild mit dem Logo hat jetzt hier hinten Platz gefunden und so würde das jetzt ungefähr auch aussehen, wenn ich ein, ja, Video für den Babybauchclub oder so aufnehme oder wenn ich meine Live-Meetings habe, dann würde der Laptop da stehen, wo ihr jetzt sitzt, wo ihr jetzt steht. Und ja, was ich jetzt noch machen muss, ist hier noch so ein bisschen was Schönes reinstellen als Deko für den Filmhintergrund. Die Bücher sind ja alle hier Literatur, Schwangerschaft, Geburt und so weiter, Wochenbett. Das kann da ruhig stehen bleiben. Und da sind ja dann auch immer noch mal solche Strahler an. So, dass das auch hier so ein bisschen schöner ausgeleuchtet ist. Da oben brauche ich dann noch einen Strahler. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Lampe noch ein bisschen hier im Hintergrund. Aber dann brauche ich eigentlich auf das, auf die Kommode hier überhaupt nichts draufstellen, weil das sieht man dann eh nicht. Weil ich mir noch überlegt hatte, da auch eine Vase oder irgendwie was hinzustellen. Aber man sieht es nicht, weil ich da komplett davor sitze. Aber wie schön sind bitte diese Bilder. Ich liebe die. Also die haben es mir wirklich angetan. Und die finde ich einfach wunderschön. Jetzt zeige ich euch, jetzt räume ich noch ganz kurz hier ein paar Sachen weg, weil hier stehen zum Beispiel die Kartons von den Lieferungen. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, ja, wie mein Büro jetzt aktuell aussieht. In den Schränken habe ich noch nicht aufgeräumt, das muss ich noch machen. Aber wie es jetzt einfach hier in meinem Reich aussieht. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal, wenn man zur Tür reinkommt, das hier ignorieren wir. Das muss ich nämlich noch, ja, wegräumen. Und so sieht es jetzt von der Perspektive von der Tür aus. Das heißt, wir haben hier viel, viel mehr Platz, was ich mega schön finde. Das heißt, es ist, ja, einfach viel luftiger hier. Es wirkt viel größer alles. Und ja, vorher war der Schreibtisch ja wirklich hier vorne. Und dann war hier nur ein kleiner Durchgang, hier nur ein kleiner Durchgang. Und ja, ich finde es sehr, sehr schön. Und dann jetzt hier diese Ecke mit dem Filmhintergrund sozusagen. Oh, ich finde das so schön. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, hier mache ich noch was neu. Die beiden hier unten sieht man nicht, aber das muss ich auch irgendwann mal wegräumen. Und da muss noch eine Lampe hin. Und dann mal schauen, ob ich da auch noch irgendwas Helles reinstelle. Also das ist alles hier eher hell. Das ist eine dunkle Vase. Wir schauen mal. Dann habe ich jetzt hier meinen Schreibtisch. Das ist eine große Kamera für, ja, Modulvideos für den Clubfilm oder so. Die würde dann hier rüber wandern. Hier meine Ladestationen für die Akkus für die Kameras, Laptop, den stelle ich immer gerne hier auf dieses große Buch. Da steht ihr übrigens auch manchmal drauf, weil das dann die perfekte Höhe hat. Eine Rechnung, die ich noch überweisen muss, und hier, die finden dann auch noch Platz hier in den Schränken. Was ich übrigens auch gemacht habe, ja, das hier muss ich auch noch wegräumen. Das, was hier jetzt noch steht, ich habe den Schreibtisch am Anfang hier stehen gehabt, direkt an der Wand, und fand es aber vom Bild her nicht so schön. Und jetzt habe ich den einfach so mittig unter dieses Fenster gestellt, was auch viel besser ist, weil dann kann man hier von der Seite, wenn das hier alles mal weg ist, auch besser saugen. Wie gesagt, hier muss ich auch noch aufräumen. Mein großes Stativ steht da noch. Und hier ist jetzt der Leuchtschirm. Ja, und da ist jetzt auch ordentlicher mit dem Geschenkpapier und dem Drucker.
Hier kommt ja noch der Strahler hin, den mein Mann mir ja installieren wollte. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde es richtig schön. Mir gefällt es sehr, sehr gut, wie das jetzt steht. Wie gesagt, ich finde es schön, dass ich jetzt hier richtig viel Licht am Schreibtisch habe. Dass das jetzt hier alles ein bisschen großzügiger wirkt. Wir haben unten im Keller auch noch einen Teppich. Den würde ich dann, wenn es wieder kälter wird, mir hier so noch unter den Schreibtisch und ein bisschen hier in den Raum hineinlegen. Das, ja, weil man bekommt hier echt schnell kalte Füße, wenn man hier so auf diesem bloßen Boden ist. Und wir heizen hier in dem Raum ja nicht so viel, weil da ist ja direkt unser Schlafzimmer. Deswegen, ja, mal schauen. Aber wenn Babyline ab Oktober kommt, werde ich sowieso nicht mehr so viel Zeit hier zum Arbeiten haben. Aber trotzdem, da kommt dann noch der Teppich rein. Und ich finde es einfach richtig schön. Jetzt habe ich einen richtig tollen Hintergrund dann jetzt auch zum Filmen. Und es ist einfach alles, wirkt ein bisschen luftiger, großzügiger. Und wenn ich dann jetzt auch noch die Schränke hier alle von innen auch nochmal gut und neu aufgeräumt und sortiert habe, strukturiert habe, dann ist das ein richtig, richtig schönes Büro. Also jetzt steht ihr zum Beispiel direkt auf dem Schreibtisch. Es geht auch, aber wenn ihr hier so ein bisschen höher steht, ist die Höhe einfach, steht ihr auf dem Laptop, normalerweise nicht, sondern nur auf dem Buch. Ja, dann ist das, finde ich, viel, viel schöner zum Filmen, weil dann sind wir auf Augenhöhe. Genau. Also mir gefällt es sehr gut. Sagt mir mal, wie ihr es findet. Das war jetzt so ein Projekt, was ich ja im Rahmen meines Nestbautriebs, der gerade ja sehr, sehr stark ist, umgesetzt habe. Ja, ich fand es schön, dass ihr dabei wart. Sagt mir mal, wie ihr die Veränderung findet. Sie ist jetzt nicht riesengroß. Also eigentlich habe ich ja nur den Schreibtisch und diese Kommode anders hingestellt. Und auch mal wieder hier richtig Ordnung gemacht. Aber ja, ich finde, manchmal haben so kleine Veränderungen auch unglaublich große Wirkung. Und gerade dann solche kleinen Details dann auch noch, ja, finde ich richtig schön. Macht mich einfach nur unglaublich glücklich. Bei den anderen Projekten, die ich noch vorhabe hier im Haus, werde ich euch dann auch sehr gerne mitnehmen. Aber jetzt würde ich sagen, beende ich dieses Video an dieser Stelle. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ihr Lieben!